Und die echt Goggle anwerfen, um herauszufinden, was, wie, wo die Level heißen. Oh, Mond, Weltraum. Das klingt, ist glaube ich so ein Nintendo-Ding. Vielleicht auch nicht. Das war jetzt viel zu weit, hergeholt, wollte ich sagen. Aber DuckTales endete auch im Space und, Super Mario endete nicht im Space. Also Super Mario Land 1 endete in der Luft, aber ich meinte jetzt eigentlich eher, hier bei Super Mario Land 2, aber das endet nicht in der Luft, es gibt da nur eine Stage, eine recht kurze Stage, die Moon World. Ist aber so knackig, da könnte man doch durchaus vom letzten Level sprechen. Mein kleiner Bruder berichtete übrigens, er hat ein Super Gamer zu Hause, ich nicht. Ich habe nicht gelesen, worum es überhaupt geht. Naja, egal. So wichtig ist sowieso nicht. Was auch immer. Time for me to get captured. Star Wars! Yay! Also falls ihr es nicht erkannt habt, ne? Okay, es sind also diese 88 Meilen pro Stunde waren jetzt nicht nur zum Spaß, sondern die waren für extra. Und sie hatte gerade die Haare so gekringelt wie Prinzessin Leia. Also ist das wohl für extra. Wollte schon gerade sagen, früher gingen die Level offensichtlich alle nur nach andere Richtung weiter. Ja, also das ist definitiv Star Wars. Ich glaube, das kann den ganzen Tag dauern. Ich wollte doch jetzt eigentlich nur herausfinden. Für mich definitiv herausfinden, meine Güte. Was ist das so, wenn man stirbt, dass man dann im Grab landet? Im Sarg landet? Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte für mich jetzt nur definitiv herausfinden, was passiert, wenn man 100 Sterne gesammelt hat. Aber dabei wollte ich eigentlich nicht drauf gehen. Das war jetzt nicht so ganz meine Idee. Und außerdem, wenn es dann das extra Herz gibt, dann bringt mir das ja auch gar nichts, wenn ich vorher drauf oder dann direkt danach drauf gehe, ne? Mehr als 3 Dinger können offensichtlich nicht im Bilde sein. Wie ihr seht, es sind jetzt 3 Sterne da, aber keine Gegner. Es gab kein Herz, aber es gab ein Leben. Okay, also sparen wir uns das Sterne sammeln. Jetzt, also ich höre jetzt auf, wollte ich damit sagen. Weil wir alle so neugierig sind, gehe ich jetzt mal drauf. Dann wissen wir das auch. Macht nichts. Das war jetzt gewollt. Und jetzt machen wir richtig. Der war stehen. So weit fahren wir noch nie. Wir alle. Nein. Ich hätte jetzt gedacht, ich lasse da einfach 3 Sternchen liegen. Und dann gehe ich heimlich still und leise weiter. Nämlich so. Geht's zum Menschen? Ach so. Sorry, ich war kurz überfordert.
Das ist ein Pfeil nach oben. Vielleicht heißt das, bleib lieber oben. Töffel. Auf und rauf und rauf. Und ich hätte hier hinten irgendwo ein Schloss gesehen. Nicht wehtun. Tja, was auch immer das Schloss bedeuten mag, wir werden es nie herausfinden, denn wir nähern uns bestimmt dem Ende. Der ist schnell. Aber warum? Ich habe den Schlüssel zu dem Schloss gefunden. Einmal in die Gegenrichtung. Nein. Wie komme ich jetzt dahin? Bestimmt einer. Kommt keiner. Oh, wie spacey. Wenn das mal keine Sternenzerstörer sind. Fiel mir zu spät auf. Das war der Todesstern. Vermutlich. Aua! Hammel. Ich dachte, man geht dann gleich drauf. Sag nichts. Nee, ich war halt einfach zu ungeduldig. Ich wollte auch mal fix weiter. Aber da war wohl leider das Restglühen des Angriffs noch groß genug, um mich niederzumachen, bevor ich da runterkletterte. Also ich bin nicht aus Langeweile gestorben oder so. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage offen. So. Jetzt hätte ich da hochgemusst. Bin dadurch leider aus dem Bild raus. Oder hätte ich da unten durchgehen können, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Nein, ich war ja Game Over. Was ein Seif. Ja, so. Voll. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Dann machen wir das einfach so. Oder auch nicht. Also die Verwandtschaft der gesamten Musik mit dem Star Wars Thema ist schon vorhanden, ne? Puh.
Und bevor es jetzt heftig wird, mache ich erstmal nochmal kurze Päuschen. Also ich drücke Pause und werde für euch schnipseln, aber für mich mache ich kurze Päuschen. Hier nämlich. Bis gleich. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das irgendwie weiter schaffen. Also ich, für meinen Teil. Mist, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es ging. Ich glaube, jetzt muss ich hoch. Ja. Unten wäre auch was gewesen. Dafür. Ja. Vielleicht hätte ich die andere nehmen sollen. Das hätte es wahrscheinlich gar keinen großen Sinn ergeben, so kurz vor dem Ende nochmal eine Pause einzulegen. Also ich würde jetzt einfach mal Hardcore vermuten wollen, dass das das letzte Level ist. Weil ich meine, wie will man Star Wars noch steigern? Außerdem ist mir gerade aufgefallen, also ich nehme ja bekanntlich mit meinem Handy auf, was ich ansonsten verwende, seht ihr übrigens immer in meiner Videobeschreibung. Und es ist nicht wie bei den großen supergeiles Geekquipped, sondern eigentlich immer nur der Rest vom Schützenfest, was man halt gerade so da hat. Mir ist eben gerade aufgefallen, dass ich vergessen hatte, wie ich es sonst mache, auf das Handy totzuschalten. Auf Flugmodus. Und habe einige Nachrichten bekommen. Bei meinem alten Handy war es dann. Und jetzt? Oh! Ah ja. Bei meinem alten Handy war es dann durchaus so. Kurz war ich noch vor. War es dann durchaus so, dass dadurch die Videoqualität durchaus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall. Vielleicht kamen auch in der Zwischenzeit keine Nachrichten, weil das Handy beschäftigt war. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal Akku dran gemacht hier. Wie heißt das Ladegerät, hör mal. Mein Käsekuchen heute ist übrigens nicht ganz so gut geworden. Er ist nicht so fluffig geworden. Die Eier wollten sich nicht steif schlagen lassen. Ja, wo denn? Jetzt oben oder unten weiter? Unten. Oben. Unten. Kommt sie zurück? Kommt zurück. Aber oben oder unten weiter? Hör mal. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Also man kann da quasi extra Leben sammeln ohne Ende, wenn man es überleben will. Dann lässt man es aber. Was ist jetzt oben gegeben? Hardcore. Go. Up. Go. Up. Go. 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 Easy course. Wir wollen ja mal nicht so sein, ne? Habe jetzt nicht geblickt. Habt ihr es geblickt? Also ich habe es nicht geblickt, muss ich ehrlich sagen. Au. Bin hier nicht der Prügelknabe für euch. Ihr habt doch nur noch zwei extra Leben.
Na, zum Glück, dass ich Kaffee habe, ansonsten hätte ich jetzt schon irgendwen. Ach, da steht was dran. Ja, gut. Aber was ist out? Wenn man das so schnell sehen könnte. Also ich kann es nicht sagen, wir mal so. Jetzt habe ich es auf jeden Fall geschnallt. Da sind so Buttons auch für den Refill. Wenn man das jetzt also gescheit macht, dann dasht man da hoch und springt quasi immer zwischen den Fingern so hin und her, dass man die anderen so erwischt, wie man das will. Ich weiß, was ich sagen wollte. Au. Und man sammelt aber durch die Steine fleißig extra Leben. Doch nicht. Also ich nicht. Man könnte theoretisch. Oh, da kam die Sonne dann doch noch. Ich habe ein Leben zwischendurch gekriegt. Ist das nicht toll? Konnte ich gebrauchen, so wie es aussieht. Langsam kriege ich einen Dreh raus. Ich bin eine Ruder, gell? Wenn man dann noch den richtigen Moment abwartet zum Springen, dann kann man quasi sogar noch mehr Sterne einsammeln. Könnte man. Hallo? Nicht so gut. Hätte fast geklappt. Ah, hast du dir so gedacht, ne? Blöder Lümmel. Na gut. Besser so als anders. Verdient? Wir erinnern uns, Ungeduld ist das Gamers größter Feind. Warum nehme ich eigentlich den Hardcore und nicht den Easycore? Warum mache ich das auch so? Ich hier glaube, ich wäre was Besseres als ihr, ne? Ja, ja. So nicht? Also, da. Da. So auch nicht? Ich hätte die Sterne gerne gehabt. Mein Kaffee ist alle. Also mittlerweile macht das Spiel Spaß. Vorgestern war ich aber mittlerweile. Vergesst es, das Spiel ist scheiße. Aber ohne den geht's nun mal nicht. Ich habe übrigens ein extra Leben. So wollte ich das vorhin auch schon die ganze Zeit. Hab's aber anders gemacht, nur um euch zu testen. So wollte ich das gerade nicht.
Ich dachte, das wäre der andere gewesen. Dann kriege ich sabberige die Finger hier. Also, den hätte ich ganz gerne noch erwischt, den habe ich aber nicht erwischt. Habe ich mir gedacht, dass ich den dann... So, vielleicht seid ihr in der Lage, ich bin es leider ehrlich gesagt nicht, ich kann mir nicht merken, was jetzt auf welcher Seite irgendwie kommt. Nee. So, auf jeden Fall nicht. Die werden sich vielleicht was dabei gedacht haben. Es gibt Unterschiede zwischen Gold und Normal, ne? Ach, Leckofatz. So nicht? Das haben wir ja schon festgestellt. Ich habe schon wieder ein extra Leben gehabt, glaube ich. Den hätte ich wohl durchaus gebraucht. So wieder nicht. Was war das? Nee, so nicht. Alles eingesammelt, was geht. Jetzt können wir am besten noch ein zweites was. Nee, doch noch. Da war einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Den Button da oben. Nee. Die schütteln alle so den Kopf, dann schüttel ich auch den Kopf. Das kann so nicht gemeint sein. Was ist das da oben? Gar nichts. Ein Gang. Hallo? Könnt ihr mir vielleicht noch mal Bescheid sagen, was passiert? Ey, die sind so tungeil. Ja, Sven, da ist ein Bild rausgegangen. Also an diesen Teil erinnere ich mich gar nicht, aber juckt es gerade tierisch in der Nase. Halten wir das für gut? Also theoretisch hätte ich mich jetzt wahrscheinlich davon abfeuern lassen können. Was? Davon abfeuern lassen können und in die Gegenrichtung und so, aber keine Ahnung, ob das nur Umweg gewesen wäre oder nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt nicht so ganz genau kapiert, was da passiert ist. Au, oh, und auch da nicht. Schlagi hat wieder zugelockst. Heieiei. Was zum Geier war das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr es wisst, dürft ihr es mir gerne verraten. Ich habe echt keine Ahnung, was das war. So, was ich jetzt meinte, war, dass ich so mache. Aber, nee, okay, funktioniert nicht. Da geht's auch nicht hoch, offensichtlich. Dann gehen wir wohl doch runter. Bin nicht so ganz sicher, ob das alles so eine gute Idee ist. Ob man
man diese Bällchen auch kaputt machen kann? Aber nicht. Au. Au. Oh, das hätte er mir vorsagen müssen. Das war gemein. Das war auch gemein. Das ist spannend. Aber die Idee ist immer noch nicht gut. Also, Bälle unkaputtbar. Ich habe jetzt Bock auf Käsekuchen. Toll. Ich liebe Käsekuchen. Wenn es ein Königreich gäbe, dann würde ich mir ein Schloss aus Käsekuchen bauen. Es wird aber mal Zeit hier. Zügig, zügig. Das ist halt so, wenn einem die Ideen ausgehen für Level, dann setzt man halt so einen Teil hier davor, der so ein bisschen die Geduld des Spielers auf die Probe stellt. Ah, so nicht. Ja, ruft euch ruhig kaputt da drauf. Nein, so nicht. Wusste er jetzt selbst nicht so genau, was er machen wollte, glaube ich. Ich weiß es übrigens auch nicht, was er machen wollte. Gehen die eigentlich auch irgendwann kaputt oder kann man die nur hin und her kicken? Kann man nur hin und her kicken, offensichtlich. Dafür brauche ich euch nicht. Das kann ich auch allein, also das kann ich auch, meine ich, ne? Wenn ich gerade nicht aufnehme. Trau dem Braten hier oben nicht. Oh oh. Nicht gut? Hilfe? Hilfe? Gut. Kurze Katzen. Ja, witzig. Good buddy. Oh, my powerful man, I have taught Effort Machine, oh, Knight of Honor. Hey, where is Princess Babs? I return here. Ich, ist euch übrigens aufgefallen, ich erkenne die Feed nicht. Ist euch übrigens aufgefallen, dass Darth Vader immer atmet, ohne zu atmen? Just try and take my paralyzer gun. I warn you. Also, ich meine, das Atmen läuft immer. Auch während er spricht oder so. Egal. Okay. Was? Also irgendwas hat mir gerade wehgetan. Ich weiß nur noch nicht so genau, was. Ach so, man muss ihn quasi von der Gun lösen und dann hoffen, dass er sich schmerzlich genug selbst in die Paralyzer Gun reindingst. Glücklicherweise sind wir unverwundbar, während wir diese Attacke ausführen. Das könnten wir ja, wenn wir nicht so hektisch wären, für unsere eigenen Zwecke irgendwie ausnutzen. Aber wir sind so hektisch, darum hat es nicht hingehauen. Na, können wir nicht überspringen? Nein, kann man nicht. Ich hätte mir einen Kaffee holen können. Also, wenn ich das nicht mal drauf gehe, während dem Gelaber hole ich mir einen Kaffee. Ja. Au, das war aber nicht gewollt. Hahaha. Au. Von wegen hahaha. Ich dachte, jetzt mache ich es mal weniger mit Dauerfeuer, sondern auch tatsächlich mal versuche, so einen Hauch von
Taktik da reinzubringen, aber nein. Ja. Tolle Paralyzer Gun, wa? Die macht nämlich, was ich will, nicht was du willst. Du böser Vader, du. Dark Vader. So nicht? Ich will nur kurz wissen, kommen die Bänder auch so runter oder muss ich mich dazu tatsächlich bewegen? Okay. Peace Lance. Schlückchen Gabi. Ist gut für den Bauch. Oh, 20 Minuten. Nee, nicht wirklich. Also ganz wahr, sie sind die Zeitangaben alle nicht, aber. Nö, das gelogen. Ich würde dir jetzt eigentlich nicht helfen. Nee, das war gelogen. Da war ich gerade nämlich im Sprung und auf diese Attacke gemacht und so. Und wird ja immer schlimmer hier. Brave Kanone. Da habe ich nicht die Attacke gemacht. Da war es so richtig, da war ich zu spät. I do not underestimate your power, but you are a gifted man, Brother Lucifer. Nee. So, you can see me in my true form. You're a gifted man, Brother Lucifer. Von wegen. Hast du so gedacht, wa? Du komischer Hämpfling. Ja, das war berechtigt, da hat. Das habe ich my powers nämlich overestimated. Das war Glück. Das war blöd. So war es gewollt. Das war blöd. Da habe ich ihn jetzt tatsächlich underestimated. Dass der andere Geschwindigkeit macht zwischendurch, wusste ich nicht. Jetzt wird's knapp. Ich wollte nämlich eigentlich ganz gerne meine Anzahl an Herzchen behalten, weil 4 sind immer besser als 3. Aber man kann nicht alles haben. So, langsam kriege ich den Dreh raus. Dreh, verstehst du? Aha, eher nicht so. Ja, doch so. Mano! Der ist immer besser als ich. Das war ein bisschen knapp für meinen Geschmack. Das war ein bisschen blöd für meinen Geschmack. Nein, ich hab da Y gedrückt. Nur so meines. Da steht kein Passwort. Wenn ich jetzt Ende mache, steht da vielleicht ein Passwort. Okay, das überspringen wir an dieser Stelle.
weil ich ja so neugierig bin, wollte ich wissen, was es hier oben gibt. Aber es gibt nicht so ganz viel. Hm? Ich erwähnte, wir beenden das an dieser Stelle. Mir ist auch bewusst, dass es nicht spannend ist. Das war gemein. Ah, ich bin schon wieder da. Und ich habe das jetzt so gut getimt, dass ich quasi mit einem übrigen Herzchen ankomme. Was ich gut gemacht habe hingegen ist, dass ich 5 Herzchen habe und ich habe sogar 14 extra Leben. Ich habe auf dem Weg hierher allerdings nach dem Dings-Bums-Bums-Dings Weg nach oben, da dem Hardcore, jetzt habe ich es. Danach dann allerdings nochmal eins verloren oder so. War ein bisschen doof. Ich wollte doch eigentlich gar nicht noch in dem Moment, als ich dann da... In dem Moment, als ich dann da hinauf eierte, wollte ich eigentlich ursprünglich gar nicht da hinauf. Aber gut. Es ergab sich halt so. Ne? Bla bla bla. Jetzt habe ich auf jeden Fall 5 Herzchen, das steigert meine Chance nochmal immens in die Höhe, nach oben. Die Kamera ist schief, oder? War übrigens ein spannendes Rennen. War gut. Hat Spaß gemacht zu sehen. Schade für Bottas. Aber da kann ich ja nun nichts zu, ne? Auch für einige andere schade. Aber auch da kann ich nichts zu. Na, bist du wohl des Wahnsinns. Haha. Jetzt am Anfang hat er noch groß Haha geschrieben, jetzt schrei ich Haha. Noch. Und so gut wie ich immer bin, werde ich wahrscheinlich gleich, wird wahrscheinlich weder die Pause noch was gebracht haben, noch werde ich überhaupt irgendein Herzchen brauchen, würde ich sagen, egal ob ich 5 oder 4 habe. Aber offensichtlich brauche ich doch ein Herzchen, ihr lieben Herzchen. Was hast du dir so gedacht, ach, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich finde es auf dieser Seite zu stehen gerade nicht so gut. Er findet das gut, dass ich auf dieser Seite stehe. Das haben wir gedacht. Also quasi so von der Rotation her und so. Es ist irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist einfacher, wenn dann der Blaster irgendwie entgegenkommt. Von der Rotation und nicht mit, weil dann muss man jetzt hier nur einmal irgendwie so, ne? Kurz drüber und so. Doch, doch, so viel gebracht hat es nicht. Jetzt gucken wir mal, ob das tatsächlich die letzte Episode war. Das letzte Level. Und dann? Was mache ich dann? Ich fürchte übrigens meinen Wäscheberg. Thank you, oh Knight of Honor, Bastard Bunny. Mein Wäscheberg wird übrigens auch nicht so hoch, wie ich erwartet habe. How can I ever thank you? You're wonderful. Weil ich habe so viele Hemden in der Wäsche gehabt und noch so eine Jacke und von daher... Strong, good looking. Und die hängen schon auf dem Bügel. Die werde ich dann einfach nur in
Schrank hängen müssen, brauchen. Cool and the greatest! Naja. Ja, ja. Stop, Doc, stop! How long does this go on? Let's clean up and go home. Okay. Der Käsekuchen weg. Nicht so geil wie der letzte. Aber, naja. Wait, this isn't the end. That's right. Ist nicht. Roland. Then. Roland? Was heißt denn Roland? Das ist mal hammerhartes Design eines Abspanns. Was? Wäre das verrückt gewesen, dann hätten sie jetzt das so nach hinten sliden lassen in Gelb. Du machst noch wenigstens das letzte bisschen auf Star Wars anzuspielen. Die haben alle komische Namen. Gut, das denken die von uns wahrscheinlich auch. Und ist auf jeden Fall doch nett und verrückt, wie wenig Leute da tatsächlich mitgearbeitet haben. Das ging heute nicht mehr so. Oh. Special thanks. Thanks to me. Presented by Konami. Oh, auf dem Monitor des Laptops sehe ich, dass die Schrift in hellblau war. Das ist dann ja doch wieder eher Star Trek-mäßig, ne? Weil der Abspann ist ja in hellblau. Congratulations. Now test your skills on the challenge level. Bitte was? Lassen wir es dabei für heute mit The End und morgen mache ich dann noch so ein kleines Hinterhergeschießen und sage, ach so, das meinst du. Keine Ahnung. Bis morgen?